Guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Die Siedler 3. In der letzten Folge oder in den letzten Folgen haben wir es nicht nur geschafft, die Basis der abtrünnigen Römer hier unten uns langsam mal so habhaft zu machen, quasi zu zerstören und komplett einzunehmen, sondern wir haben es auch noch geschafft, die relativ große und starke Siedlung des Piraten in der oberen Inselabteilung einzunehmen, insofern, dass wir hinten einen kleinen Teil erobern konnten und es da sozusagen einen Brückenkopf bauen, bei dem jetzt einige Soldaten darauf warten, endlich loszustürmen. Dies werden wir aber noch ein kleines bisschen hinauszögern, denn es hat sich herausgestellt, dass die Gegenwehr hier doch enorm ist und wirklich ein starkes Heer hier auf uns wartet. Deswegen sind wir dabei, nicht nur mit Gold, sondern seit kurzem eben auch mit entsprechender göttlicher Unterstützung unsere Kampfkraft zu verstärken, dass wir so eben generell mehr Kampfkraft haben, aber auch unsere Soldaten ein kleines bisschen aufleveln können. So, und dann muss ich gerade selber nochmal gucken, an welchem Punkt wir jetzt eigentlich sind. Hier unten kann noch ein Lager voll werden, das ist wunderbar. Wir haben hier einiges an Siedlern jetzt mit dazu bekommen. Ich habe gesehen, hier liegen auch ordentlich Waffen herum, denn wir haben, wenn ich mich recht entsinne, wir haben die Arbeit der Kaserne erstmal eingestellt, damit wir darauf warten können, bis die Unterstützung durch die kleinen Tempel groß genug ist, damit wir unsere Krieger hier noch ein kleines bisschen aufwerten können. Diese Taktik fahren wir, glaube ich, auch erstmal noch ein bisschen weiter und gucken mal, was uns das so bringt. Können wir denn hier unten noch irgendwas Sinnvolles anstellen? Ich sehe schon, einige Winzereien sind fertig geworden. Damit geht es jetzt also auch voran. Oh, noch ein Handelsschiff ist bereit. Oh, das eine fährt schon fröhlich immer die Linie auf und ab. Können wir mal gucken, was haben wir denn, was haben wir hier eigentlich jetzt alles drin? Eigentlich nur Waffen, oder? Genau, Waffen zur Unendlichkeit. Mehr brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Aber ich sehe hier, das Eisen wird fast schon ein kleines bisschen knapp. Vorsorglich, weißt du was, baue ich hier lieber mal noch eine hin. So, noch eine Eisenmine mehr kann nicht schaden. Damit wir auch da gut gesichert sind, abgesichert sind. Hier können wir später eventuell auch noch eine zwischenquetschen. Die wird nicht mega effektiv sein, aber passt schon. So, Schweinefarmen laufen gut. Waffenschmiede sind versorgt. Was ist hier los? Es stockt alles so ein bisschen. Es ist eine ganze Menge Nahrungsmittel sind hier vorhanden. Und hier oben aber auch. Also die Basen laufen wirklich gut. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ich mach's hier einfach auch mal so. Warte mal. Wo habe ich denn das? Achso, das geht ja sowieso von alleine dann automatisch den Weg, wenn es nötig ist, oder? Ja, das wird schon gehen. Das wird schon funktionieren. Gut, aufgepasst. Hier oben jetzt. Erstmal brauche ich hier, habe ich gesehen, noch einen Soldaten. Dann die Goldschmelzerei. Läuft hier. Ja, das ist einiges an Waffen, was wir da noch haben, wenn wir da ein bisschen ein ordentliches Heer aufstellen können mit erweiterten Soldaten, dann können wir da noch ganz gut arbeiten. Ich sehe gerade, ich würde hier oben einfach auch nochmal eine Fischerhütte hinmachen. Hüpfen noch ein paar Fische aus dem Wasser, das kann man gut nutzen. Oh, wir werden angegriffen irgendwo, habe ich gehört. Ach hier, was machst du denn? Och, Kollege, nein, das ist Quatsch. Das war Quatsch, was du jetzt gemacht hast. Warum auch immer du das jetzt getan hast. Nun gut. Ein Lazarett kann hier oben vielleicht auch nicht schaden, wenn wir hier genau die Front dann haben. Passt denn das noch hier hin? Na, passt natürlich nicht so geil jetzt dahin. Warte mal, wie war es da eigentlich mit einer Winzerei? Naja, es ging noch weniger. Ja, warte mal lieber noch ab. Warten wir mal lieber noch ab. Wir haben eine 86%ige Kampfkraft. Das ist auch in Ordnung. Mehr kann nicht schaden. Die Siedler hier werden wir auf jeden Fall alle gebrauchen. Die werden wir alle brauchen. Ja, vorsorglich mal einfach. Wir haben ja genug Ressourcen, noch ein weiteres großes Wohnhaus hier hinstellen irgendwo. Irgendwo, wo denn einigermaßen sinnvoll Platz ist, was jetzt nicht so gut aussieht gerade. Na. Guck mal hier unten an die unterste Ecke, oder? Komm, was soll's. Die Nummer ist eh so gut wie gelaufen. Das können wir noch machen.
Wo habe ich denn hier einen Anlegeplatz hingemacht? Hat der gerade gar keinen Sinn. Ach so, ich glaube, ich dachte, dass ich jeweils immer nur von Anlegeplatz zu Anlegeplatz Waren verfrachten konnte. Nö, passt. Gut. Egal, sollen sie die einfach hier oben hinlegen. Ich lege sie auch ganz bewusst nicht hier hin, weil hier wären wir zwar noch näher an der Kaserne dran, aber ich habe Angst, wenn dann am Ende doch mal unwahrscheinlicherweise die Gegner hier einmarschieren und das beides einnehmen, dann haben sie hier vielleicht noch einen ganzen Vorrat an Waffen mit dazu. Das muss auch nicht sein. So schwer muss man sich jetzt auch noch nicht noch machen. So, dum-dum-dum-dum. Aktuell nicht viel mehr zu tun, als zuzugucken. Aber das kann man ja immer mit am besten. You are under attack. Oh, einige Nachrichten hier. Warte mal kurz. Ja, genau. So sieht das aus, wenn alle Nachrichten in einem Ruck abgearbeitet werden. Okay. Gut, auch hier haben wir Wein. Das ist gut. Können wir den nicht hier oben schon irgendwo verarbeiten? Wir haben doch hier keinen kleinen Tempel, oder? Nur zwei kleine Tempel aktuell. Die sind hier unten. Schau mal, ob wir hier oben noch einen hinbauen können. Nicht mal hier. Krass. Sieht schlecht aus. Vielleicht sollte der Förster mal ganz kurz ein bisschen sich zurückhalten. Und dafür arbeiten wir hier weiter. Müssen die ganzen Handwerker erst von unten hochgelaufen kommen. Also an Lebensmitteln hapert es ja jetzt überhaupt gerade nicht, ne? Aber an Lagern vielleicht. An Lagermöglichkeiten. Können wir hier, macht das noch Sinn? Wenn ich hier noch einen Winzer hinstelle. Relativ wenig, oder? Warte mal, dann muss ich den ein bisschen hier rübernehmen. Den auch. Oh, noch ein bisschen mehr vielleicht. So. Ja, das könnte noch funktionieren. Machen wir noch einen dritten hin. Und der kann dann hier anbauen. Wenn ich es mich richtig verstanden habe, muss, oder ist es am effektivsten, wenn der Wein eben auf der Sonnenseite, also sprich diese angestrahlte, helle Seite, angepflanzt wird. Wenn wir hier hinten jetzt was hinmachen würden, hier sieht es ja deutlich so aus, als ob alles nur Schatten wäre, dann würden die deutlich langsamer und ineffizienter wachsen. Gut. So, hier können wir gerade nichts machen. Aber nach wie vor ein Lager wäre eigentlich noch eine ganz gute Sache. Ein zusätzliches. Na gut, was soll's. Muss jetzt nicht super effizient sein, ne? Das erfüllt den Zweck auch. Wir sollten ein bisschen länger graben. Geht's eigentlich hier drüben mit Gold aus? Nicht so, ne? Und zwei Goldschmelzen. Huch. Hier drüben haben wir keine. Nee. Nur beide hier. Eine da und eine. Wo ist denn die andere? Ach, hier unten haben wir die schon. Weil hier unten noch einiges. Ah, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, dann brauchen wir auch unbedingt noch eine zweite Goldmine. Da lassen wir uns doch nicht lumpen. Ab dafür. Und dann schauen wir mal weiter. Können wir hier schon was machen? Nee, aber 70% ist kurz davor. 70%, dann können wir nämlich schon mal die Schwertkämpfe ein kleines bisschen verstärken. Ich weiß nicht, aber vielleicht reicht es dann schon. Vielleicht können wir dann schon mit so einem ganzen Schwall dem Gegner mal einheizen. Hier ist er doch echt heftig, ne? Dass wir hier diese drei, wahrscheinlich vier großen Türme haben. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich glaube, dann gehen wir mit der Einheit erstmal nach oben. Gucken, was wir so mitnehmen können. Ja, dann müssen wir gucken, ob wir die verteilen können auf die Türme. Ist halt echt heftig. Na, schauen wir mal. So, was haben wir? Ah, ein guter Platz für eine Eisenmine. Ja, dankeschön.
Eisen gefunden, wunderbar. Auch das hilft uns sehr weiter. Was die jetzt hier machen, hilft uns allerdings nicht besonders weiter. Das ist unpraktisch. Nein, ach, hör mal auf. Komm, hier zur Seite und so. Ne? Na? Na? Das ist ungut. Ja, das ist äußerst ungut. Ah! Äußerst ungut, wie der geneigte Herr sagen würde. Aber sie haben es geschafft. Für ein einziges Schwert. Ich bin beeindruckt. Hat sich ja gelohnt. Da hat sich der ganze Aufwand ja gelohnt. So, hier können wir weitermachen. Wir brauchen mehr Land. Wir brauchen mehr Land und jetzt haben wir hier auch, glaube ich, mehr Platz für... Jawollo. Etwas mehr Wein. Mehr Wein darf es sein. Mein kleiner Sonnenschein. Zack, na. So. Ah, passt schon. Es funktioniert schon. Super. Ach so, siehst du, ein Tempel. Wie wär's denn mit einem Tempel? Geht immer noch nicht. Ich möchte wetten, hier würde einer hinpassen. Wenn, und so weiter, ne? Ja, es sieht aber nicht so aus, als ob die nächste Zeit dazu kommen, hier was abzuernten. Dann nehmen wir lieber noch einen mit dazu. Der hier auch nicht wirklich Platz hat. Es ist jetzt aber ein bisschen, ist das ja, ne? Warte mal, den machen wir hier hin. Und der soll hier abernten, so. Äxte haben wir hier noch, das ist kein Problem. So, sehr schön. Wie sieht's aus? Jawohl, der erste ist soweit. Bogenschützen machen wir auch gleich noch. Ist die Frage, warten wir dann noch, bis alle entwickelt sind und machen zumindest die Schwertkämpfer dann auch noch eine Stufe stärker? Ich würde es fast sagen, wobei, das ist ja glaube ich auch schon ein Overkill dann am Ende. Ach komm, machen wir die Bogenschützen noch stärker und dann passt das, oder? Was soll der Geiz? Was ist jetzt hier los, Jungs? Wollt ihr mir was sagen? Ich hoffe doch nicht. Gut, hier wieder höchste Effizienz, wie ich sehe. Ein Bogen, ein Schwert und sie können sich wieder nicht entscheiden. Oh, Freunde. Was ist mit euch? Gut, ich lasse euch machen. Ihr kriegt das schon immer irgendwie hin, ne? Ich mische mich da jetzt gar nicht weiter ein. Passt. Super. Na wunderbar, funktioniert doch hier. Wein haben wir in rauen Mengen. Der hier oben wird nicht mehr genutzt, ne? Und dann können wir das noch so ausrichten, dass ihr die noch mitnimmt. Na so. Dann kann der hier unten hier auch noch abernten. Das ist, glaube ich, zu weit unten. Ach, das ist aber auch friemlich. Aber so müsste es gehen. Mit er nämlich die hier. Ah, komm, das geht schon. Der Steinmetz findet keine Steine mehr. Das ist ärgerlich, aber den können wir trotzdem lassen, weil bald wird es soweit sein, dass er welche findet. So, 75%. Dann lassen wir hier eine Völkerwanderschaft anbrechen. Wird das Wohnhaus noch fertig sein? Ich mache mir mit der Zeit ein bisschen Sorgen über unseren Platz hier für Wohnhäuser. Wir müssen irgendwann mal handeln. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, hier drüben die Wohnhäuser zu bauen und dann alle als, weiß ich nicht, als Diebe oder irgendwas, was kann man wieder zurückentwickeln? Nee, als Pioniere, alles als Pioniere rüber zu schiffen. Das wäre mir noch ein bisschen zu viel, denn. Das wäre mir zu viel Arbeit. So.
85%. Wie sind wir denn hier? Wir haben 615... Oh, da können wir ja... Wir haben 615 Betten und 440 benötigen wir. Ja, da können wir eigentlich nur ein großes hier wegnehmen, oder? Zack. So, jetzt haben wir noch 515. Auch das reicht noch aus. Könnten wir sogar den hier auch noch. Zack. Passt. Und da ist das hier unten auch fertig. Einwandfrei. Damit der Nachschub nicht abbricht. Naja, können wir nicht viel anderes machen, außer... Vielleicht so zwei, oh, mal drei mittlere auch noch. Damit unsere Jungs auch was zu tun haben. So, bessere Schwertkämpfer. Na dann, auf geht's. Jungs, es kann losgehen. Voll Gas. Jetzt geht sie los, die Wanderung. Alle in die Kaserne! Gut, dauert ein bisschen, also natürlich nicht das ultimative Sprinttempo hinlegen, aber sie werden ankommen, das ist die Hauptsache. Der findet... Ach Mensch, wir haben ja hier auch noch, na klar. Hab ich ja gar nicht dran gedacht. Wisst ihr was? Dann lass den mal in Ruhe. Dann kannst du ja auch ganz einfach mal damit abgerasen. Na, da oben wird er sich viel bringen. Machen wir auch hier. Machen wir die beide zusammen, dann kriegen wir den Bereich frei und haben dann Platz, um dort endlich einen kleinen Tempel hinzustellen. Wenn es dann überhaupt noch nötig ist. Schauen wir mal, was mit der dezenten Armee, die wir hier rausbekommen, anrichten können. Sind wir kampfkraftmäßig 88% mittlerweile, wunderbar. Jo, läuft, würde ich sagen. Eine sehr gesunde Siedlung mittlerweile. Bupp, auf geht's. Jetzt haben sie alle diesen kleinen Puschel hier oben auf dem Kopf. Der zeigt bei den Schwertkämpfern und bei den Bogenschützen jetzt zumindest, dass sie eben eine Rang, eine Klasse, eine Kämpfer-Krieger-Klasse weiter oben sind. Und damit eben auch ein bisschen mehr Power haben. Super, man sieht es hier bei den Speerkämpfern, die haben es noch nicht. Das steht eben noch aus, also bei 33% jetzt. Ist auch nicht mehr lang hin. Aber Speerkämpfer haben wir eh relativ wenige. Okay, wie läuft es hier unten? Eisenbarren haben wir genug. Eisenerz kriegen wir auch noch ganz gut. Die Kaserne ist jetzt nicht mehr nötig eigentlich, aber wir lassen sie trotzdem nochmal hier. Bäckereien sind gut ausgestattet, die Bäckereien sind mehr als gut ausgestattet. Könnten wir hier oben noch einiges an Minen mit versorgen. Allein mit dem, was wir unten an Nahrung produzieren, könnten wir hier oben alle Minen mit versorgen. Können wir da nicht irgendwie hier auch schon noch so eine Parallele? Ach naja, eine parallele Waffen... Fabrikation hier macht jetzt wahrscheinlich auch gar keinen Sinn mehr. Denn ich lehne mich einfach mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, dass wir denen mit denen allen hier wirklich genug Schaden anrichten können, um den Piratengegner in die Knie zu zwingen. Oh! Oh! Na gut, dass ich hier nochmal hergeschaut habe.
Ich merk schon. Aha, aha, aha. Hier haben sie also noch schnell einen Turm gebaut. Und wie ich sehe, sie verfrachten sehr, sehr viele Soldaten in die Türme. Anscheinend haben sie jetzt noch nicht mal mehr genug Bogenschützen, um hier oben diesen Turm komplett zu besetzen. Aber sie haben mir diesen Turm einfach mal vor die Nase gestellt. Gut, dass ich das so... Achso. Okay, die beiden Speerkämpfer werden hier jetzt für immer Wache halten. Denn die hängen auf so einer kleinen... auf so einem kleinen Popelchen Stück Sand im Wasser fest. Und sie trauen sich natürlich nicht, ihre Sandalen schmutzig und nass zu machen. Und diesen einen Schritt durchs Wasser zu gehen, um aufs Festland zu kommen. Ist nicht drin. Es läuft nicht, Alter. Ob das jetzt deren Antwort auf meine Militäraktivität hier ist? Wer weiß. 56%, okay. Da sieht's aus hier mit den ganzen... Nur so viele Waffen, die hier rumliegen. Warum können wir nicht mal... Es kann, glaube ich, nur eine bestimmte Anzahl an Waffen immer... in der Kaserne gehalten werden. Deswegen bringen halt immer, die bringen nur so ein paar Waffen hin, dann muss sich wieder jemand anders hinbewegen und mit dieser Waffe quasi ein Krieger werden. Weil anscheinend nicht jeder, der die Waffe dahin bringt, auch gleichzeitig ein Krieger wird. Sondern ein paar vielleicht schon, aber so manch einer rennt dann hin, legt die Waffe ab, rennt dann wieder woanders hin, weil er zwischenzeitlich quasi einen anderen Auftrag bekommen hat, der anscheinend wichtiger ist, was ich aber nicht so sehe. Aber gut. Am Ende wird hoffentlich alles gut. Auch wenn das jetzt eine ganze Weile dauern kann noch. Hätte ich nicht gedacht, dass das hier so ein langwieriger Akt wird.